Als die Welt vor einem Jahr in die Pandemie eintrat, sogar vor über einem Jahr, gab es eine unmittelbare Frage, die sofort aufkam. Und zwar dazu, welche Systeme besser mit einer solchen Krise umgehen könnten. Sind das autoritäre Systeme, demokratische Systeme oder Regierungen? Welche würden besser mit der Pandemie fertig werden? Und das hat das Organisationsteam des Körper History Forums dazu bewogen, eine Podiumsdiskussion zum Thema von Vergangenheit und Gegenwart des Autoritarismus zu organisieren. Und das findet auch gleich hier statt, in einer Minute, hier an unserem Veranstaltungsort mit zwei sehr hochgeschätzten Gästen und einer tollen Moderatorin. Jan Werner Müller von der Princeton Universität, Ruth Ben-Ghiat aus New York, dort von der Universität, New York University. Und die Frage ist alles ganz einfach? Da reden wir über die Vergangenheit und Gegenwart des Autoritarismus und was uns die Geschichte lehrt über das Krisenmanagement, über die Wurzeln der Demokratie und über die Zukunft. Konstanze Stelzenmüller von Brookings Institution wird diese Debatte moderieren. Wir freuen uns sehr darauf und wir möchten Sie noch einmal alle einladen, unseren Chat zu benutzen, um Fragen zu stellen, um mit unseren Rednern zu interagieren. Und nun übergebe ich an die Podiumsdiskutanten und die Diskussion über den Autoritarismus. Viel Vergnügen. Ganz herzlichen Dank für diese netten Einleitungsworte, Gabriele Wojdelko. Und ich freue mich wirklich sehr, diese Podiumsdiskussion zu moderieren. Konstanze Stelzenmüller ist mein Name und ich bin Inhaberin des Fritz-Stern-Lehrstuhls für Deutschland und transatlantische Beziehungen, gerade erst bei Brookings eingerichtet. Und in den letzten 15 Monaten haben wir eine Pandemie erleben dürfen. Und das hat natürlich auch eine Debatte neu angestoßen über Autoritarismus. Und das ist natürlich nicht die erste. Seit 10 Jahren ungefähr gibt es Disruptionen von der globalen Finanzkrise vor 12 Jahren. Angefangen. Und das hat natürlich auch die Legitimität der repräsentativen Demokratien mit infrage gestellt, auch im Herzland der Demokratie in Europa und in den Vereinigten Staaten. Und wir möchten die Wurzeln dieses Phänomens in der Podiumsdiskussion ansprechen und wie die repräsentative Demokratie widerstandsfähiger werden kann. Und ich habe zwei Diskutanten, die mit mir diskutieren werden. Ich habe zunächst einmal Ruth Ben-Ghiat. Sie ist Professorin für Geschichte und Italienkunde an der New York University und hat verschiedene Bücher geschrieben und ist eine regelmäßige Kommentatorin in den amerikanischen Medien. Zum Beispiel hat sie regelmäßig Beiträge verfasst. Ihr neuestes Buch heißt Strongman from Mussolini to the Present. Und da werden wir auch einiges drüber erfahren. Dann haben wir Jan Werner Müller, Professor für Politik an der Princeton Universität. Und er ist auch Mitbegründer des European College of Liberal Arts in Berlin. Und die New York Times, Süddeutsche Zeitung und andere haben seine Bücher kommentiert und er hat über die demokratische Theorie und die politische Ideengeschichte im 20. Jahrhundert geschrieben. Aus 2016 stammt sein Buch Was ist Populismus? Dieses wurde in 15 Sprachen übersetzt und er hat auch ein Buch, was demnächst erscheint. Und das nennt sich Freiheit, Gleichheit, Ungewissheit. Und wir haben auch eine Simultanverdolmetschung. Und so, dass dies auch entsprechend den Dolmetschern möglich ist, zu dolmetschen, müssen wir auch gegenseitig Disziplin bewahren und uns nicht unterbrechen. Ich werde vielleicht ein paar Fragen zwischendrin stellen, aber generell werden wir erst einmal Statements hören von den Diskutanten. Und natürlich ist das ein Geschichtsforum, das History Forum, und wir möchten natürlich auch wissen, ob die Herausforderungen wirklich neuartig sind oder können wir vielleicht aus der Geschichte lernen
für unsere gegenwärtige Krise. Ich möchte zunächst einmal zum Thema Sprache und Terminologie etwas ansprechen. Frage da Jan Werner Müller. Was bedeutet eigentlich Populismus? Was meinen wir damit in Ihrem Buch, Was ist Populismus? Da haben Sie geschrieben, die Einführung der repräsentativen Demokratie hat auch immer den Populismus mit sich gebracht. Das ist die moralisierte Form des Antipopulismus. Können Sie das vielleicht ein bisschen näher erläutern? Ja, das versuche ich mal etwas auseinanderzunehmen. Denn im Unterschied zu dem, was man sonst so annimmt, ist nicht, dass jeder, der die Eliten kritisiert oder wütend ist auf das Establishment, unbedingt jemand ist, der gleichzeitig ein Populist sei oder jemand, der demokratiefeindlich gestimmt ist. In den Lehrbüchern der Vergangenheit stand sicherlich, dass man genau hinschauen muss, wie gut die Demokratie verfasst ist. Nicht unbedingt die Machthaber beobachten, ist eine Gefahr. Die Frage ist nur, wenn jemand gegen eine Regierung ist, gegen die Mächtigen und eine oppositionelle Rolle einnimmt, sind das oft Leute, dass sie die sind und die einzigen sind, die das wahre Volk ausmachen oder die leise Mehrheit, die stille Mehrheit. Und das hat zwei schädliche Konsequenzen für die Demokratie, in meiner Meinung. Denn diese Leute gehen auch davon aus, dass andere, die einen Machtanspruch haben, illegitim sind. Sie haben kein Problem mit politischen Konzepten oder Werten, sondern die anderen sind immer die, die die Schurken sind. Und zweitens, das ist weniger offensichtlich, Populisten sagen oft, dass diejenigen, die nicht passenden Systemen, sind welche, die die ultimative Struktur des realen Volkes nicht akzeptieren und deswegen überhaupt nicht ein legitimer Bestandteil des Volkes. Keine echten Amerikaner, keine echten Deutschen und so weiter und so fort. Um es kurz zu fassen, was bei Populismus wichtig ist und zu beachten, ist, dass man gegen die Eliten ist. Wir können die Machthaber kritisieren. Das ist per se nichts Gefährliches. Es ist eine Demokratie. Es ist der Antipluralismus, die Tendenz, immer andere zu isolieren, auszuschließen. Auf parteipolitischer Ebene ist das sehr offensichtlich, aber weniger offensichtlich ist es auf der Ebene der Bürgerschaft selber, wo es oft in der sehr rechtslastigen Form des Populismus, was wir in sehr vielen Ländern sehen, eher die gefährdeten Minderheiten sind, die im Ziel, im Fadenkreuz sind. Die muss man verfolgen, die sind gefährlich. Das sind gefährdete Minderheiten, die sowieso schon Schwierigkeiten haben. Point. Vielen Dank. Ich glaube, das ist ein wirklich wichtiger Aspekt, dass Populismus natürlich eine Form der Demokratie ist, die andere ausschließt und nicht einschließt. Und vielleicht sollte man auch deutlich machen, dass es einen deutschen Theoretiker gibt für dies alles aus den 1930ern. Den Namen können wir sicherlich erwähnen, Carl Schmitt. Nice, that's a nice way of saying. Ja, so kann man das auch sagen. Geben Sie uns die 280-Zeichen-Version von Carl Schmitt. Das möchte ich nicht tun und einen wichtigen Punkt herausgreifen, den ich für sehr relevant halte und der auch sehr klar zum Ausdruck gebracht wurde von Schmitt, damals in den 20er Jahren. Er argumentierte, dass es die regulären politische Demokratie oder Prozedere gibt, das, was er oft auch als statistische Ansätze der Demokratie genannt hat. Also man zieht einen Strich, man legt einen Hebel um und etwas funktioniert dann und dann funktioniert die Demokratie. Aber das ist konträr zu Schmitt, denn Schmitt sagt, man braucht ein fast schon mystisches Verständnis des Volkes, die per Akklamation, wie beispielsweise bei Mussolini, ihren Führer wählen. Deutlich existenzieller. Und wenn man sich anschaut, was mit Populisten geschieht, die eine Wahl verlieren, dann ist das oft so, ich sage nicht immer, aber sehr oft so, dass sie genau solch ein Manöver wählen. Selbst wenn sie schlussendlich eingestehen, dass sie eine Wahl verloren haben. Ich möchte jetzt nicht das offensichtlichste Beispiel nehmen, aber beispielsweise Präsidentschaftswahl 2016 haben die
hat die äußerste Rechte der Populisten verloren. Und das heißt aber nicht, dass der Gewinner, ein grüner Professor mit einem dubiosen politischen Hintergrund, dubios war der niederländische Nachname? Nein, das war sogar noch schlimmer. Irgendwas Osteuropäisches war da. Also das war ein ungewöhnlicher Teil der Welt, sagten zumindest die Rechtspopulisten. Er hat also gesagt, dass Alexander Van der Bellen Präsident ist, dieser populistische, der politische Klang war, er ist gezählt, aber nicht gewählt. Also jemand, der nicht das Recht hat, sozusagen das Amt zu erfüllen. Und ich möchte gar nicht auf die jüngsten Manöver Bezug nehmen. Und selbst wenn man ihre Unterstützer nicht dazu aufrufen kann, gegen Parlament vorzugehen, ist trotzdem schon die Demokratie geschädigt. Warum? Weil man ihren oder den eigenen Anhängern suggeriert, ihr könnt denen da oben nicht trauen. Die sind potenziell illegitim. Und selbst wenn man eingesteht, dass etwas verloren ist, sagt man hier, ist etwas Schädliches passiert. Natürlich kann jeder von uns das Wahlsystem kritisieren, nicht nur hier, sondern auch in den USA. Aber da ist es ein Unterschied, ob man sagt, ich kritisiere die Finanzierung der Wahlkampagne oder wie die Wahl stattgefunden hat. Und es ist ein Unterschied, wenn man dann sagt, unser System ist schädlich und ist verkommen, weil ich nicht gewonnen habe. Das ist das Gefährliche für die Demokratie. Und ich möchte noch ein Zitat betonen, was Sie gerade erwähnten. Diese stumme Mehrheit, Richard Nixon hat das berühmterweise verwendet und dann wurde das sozusagen zweckentfremdet vom amerikanischen Botschafter in Deutschland und der hat gesagt, dass er für die schweigende Mehrheit spricht, als er ankam in Berlin. Und das wurde dann korrekt leider interpretiert von den deutschen Amtskollegen und seine Zeit als Botschafter war dadurch so ein bisschen von Anfang an konfliktbefrachtet. Ich möchte nun mich an Professorin Ruth Ben-Ghiat wenden. Also Sie haben ja gerade dieses Buch veröffentlicht und beim Körper History Forum können Sie vielleicht den Unterschied zwischen dem Autoritarismus des 20. Jahrhunderts und dem Wiederauftauchen des Autoritarismus im 21. Jahrhundert darstellen. Also, ich wollte eines sagen. Zunächst einmal bin ich sehr froh, dass Jan gesagt hat, dass Anti-Elitismus nicht immer der Schlüssel ist. Also, beim Populismus gibt es immer diese gesamte Rhetorik des Antiglobalismus und alle Regierenden hängen natürlich immer von einem globalen Netzwerk von Offshore-Finanzen ab, so wie Putin, wo sie dann immer entsprechend ihre Gelder herbekommen. Und gleichzeitig hängen sie auch ab von solchen im Ausland, die dies überhaupt ermöglichen, wie zum Beispiel internationale Rechtsanwaltskanzleien und PR-Firmen. Und 100 Jahre lang war es bereits so, dass es immer ausländische Eliten gibt, die benötigt werden von solchen autoritären Herrschern, damit sie auch ihre Macht erhalten. Also das müssen wir immer mit bedenken, wenn hier solche Dinge aufgebracht werden, wie zum Beispiel dieser Feind des Populismus anderswo. Also es gibt natürlich auch diese Tendenz in den Vereinigten Staaten, einen gewissen Drift dorthin. Der Autoritarismus hat sich aber sehr stark verändert. Und wenn wir heute diskutieren, was eigentlich Faschismus für uns bedeutet, und ich bin eine der wenigen, die ihn nicht Faschisten nennen möchte, obwohl er sehr viele Techniken verwendet, wie zum Beispiel den Persönlichkeitskult und andere Dinge, die bereits vor einem Jahrhundert eingesetzt wurden. Um jemanden oder etwas heute faschistisch zu nennen, muss man zunächst einmal versuchen, die Verwirrung zu beseitigen. Einige Menschen möchten verstehen, wie der Autoritarismus heute funktioniert. Also zum Beispiel werden entsprechend Wahlen manipuliert, damit man nicht nur gewählt wird, sondern auch an der Macht bleibt.
Ich habe also versucht, in meinem Buch das auch zu erläutern. Es gibt ja sozusagen verschiedene Instrumente, die Propaganda, die Gewalt und dieser Mythos der nationalen Größe. Und das zeigt ganz gut, welche Dinge sich verändert haben über die Zeit und welche bleiben. Die Kontinuitäten sind ziemlich beeindruckend, wie zum Beispiel der Persönlichkeitskult. Und das wiederum ist Teil des Populismus schon immer gewesen. Und es ist wirklich interessant, wie da der Kanon sich kaum geändert hat. Also der Führer muss da immer ein Mann des Volkes sein und gleichzeitig muss er ein bisschen über dem Volk stehen. Er ist einerseits Jedermann und andererseits ist der Supermann. Und das andere Prinzip ist, dass demokratisch mit dem Kleingeschrieben immer die Nation repräsentiert, aber der autoritäre Herrscher muss sozusagen die Nation verkörpern. Und deshalb ist es so wichtig, auch entsprechend Körperpolitik zu betreiben, wenn man so möchte. Salvini zum Beispiel sagte in Italien, wenn Sie mich angreifen, also da ging es um ein Korruptionsverfahren gegen ihn, also wenn Sie mich angreifen, sagte Salvini, dann ist es so, als würden Sie die gesamte Nation angreifen. Und das ist ein perfektes Beispiel für diese typische Rhetorik. Das heißt, Sie verkörpern die Nation. Und das hat sich nicht wirklich geändert. Natürlich ist es heute so, dass die Informationstechnologien, die Massenmedien, die sozialen Medien, all das hat sich verändert. Also, dass man sozusagen über Instagram sein Leben abbildet, das ist neu. Aber es gibt viele Prinzipien und Arten und Weisen, wie sich solche autoritären Führer positionieren und mit dem Volk reden. Und das hat sich nicht groß verändert. Ganz herzlichen Dank, dass Sie diesen Punkt Faschismus angesprochen haben. Das wollte ich natürlich auch fragen. Ich möchte aber noch etwas anderes fragen. In Ihrem Buch haben Sie Virilität als Attribute von sogenannten starken Herrschern oder Führern benannt. Und im Augenblick haben wir aber auch Marine Le Pen als Populistin. Die wird ja wahrscheinlich in der Frankreich-Wahl im Frühjahr 2022 sicherlich Kopf an Kopf mit Macron ins Feld gehen. Und da würden Sie vielleicht nicht diese Kategorie anwenden, oder? In meinen Schlussfolgerungen in meinem Buch spreche ich ja darüber, wie dieses Phänomen des starken Mannes, ja auch, also Orban ist ja der Jüngste, aber viele bestehen fort. Und einer der Gründe, warum ich dieses Buch überhaupt geschrieben habe, war, um hier einen Schnappschuss, einen gedruckten Schnappschuss abzuliefern über dieses Phänomen, dieses groben Führungsstils des Mannes. Und das ist natürlich überaltert. Also egal, wie sehr man sich Schönheitsoperationen unterzieht, dennoch altert das ja, wie wir alle altern. Und ich sagte auch, dass es wahrscheinlich auch einmal einen frauengeführten autoritären Staat geben würde. Und das ist natürlich ein Phänomen, das man dort sieht. Aber auch in den USA gibt es diese weiblichen Persönlichkeiten. Und das hängt ein bisschen von der Wahrnehmung ab. Also Marine Le Pen hat erst einmal diesen Mantel des patriarchischen Vaters übernommen. Aber ich glaube schon, dass hier im Buch eben die Männlichkeit ernst genommen werden muss. Denn ich habe so viel gelernt bei meiner Forschung aus der Politikwissenschaft, also viele verschiedene Konzepte, aber PolitikwissenschaftlerInnen nehmen manchmal auch die Männlichkeit nicht ernst genug. Und ich wollte es also so ein bisschen nach vorne stellen mit Korruption und Gewalt als Machtinstrument, weil das alles möglich macht. Um das konkret zu machen, ist das diese Verkörperung des Supermanns und des Jedermanns, aber auch der Mann, der mit allem davonkommen kann. Also der autoritäre Führer ist derjenige, der über dem Gesetz steht und der auch noch ungestraft davonkommt. Und das steht natürlich vor dem Hintergrund von Korruption und auch Gewalt. Im Buch wird also beleuchtet, wie diese Instrumente auch miteinander zusammenhängen. Das ist sehr wichtig und die Männlichkeit ist hier im Zentrum zu sehen. Wenn wir jetzt also in die Phase eintreten,
in der wir vielleicht gerade neuerdings sind, mit Marine Le Pen, mit den weiblichen Führungspersönlichkeiten, dann wird sie wahrscheinlich jetzt nicht das T-Shirt ausziehen und ihre Muskeln spielen lassen und diese Körperpolitik führen. Aber alle anderen Instrumente wie Korruption, Rassismus, Ausgrenzung, die Jan angeführt hat, all das bleibt bestehen. Und das ist auch eine andere Veränderung gegenüber der Kontinuität, die auch noch bleibt gleichzeitig. Eine Möglichkeit, wie man hier das Männliche und Weibliche überbrücken kann, wäre darauf hinzuweisen, dass männliche und weibliche autoritäre Führungspersönlichkeiten sich in einem traditionellen moralischen Universum positionieren zwischen weiblichen und männlichen Rollen, wie sie tradiert sind. Aber verletzen sie selbst offenkundig. Ein weiteres Beispiel dafür wäre die AfD. Alice Weidel als Führungskraft der AfD. Sie ist ja mit einer Frau verheiratet und trotzdem ist sie hier eine Führungspersönlichkeit in einer Partei, die übertraditionell ist und ein übertraditionelles Weiblichkeitsbild hat. Ja, bitte. Ich möchte sagen, dass diese Heuchelei, wenn man das so nennen mag, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber das war immer ein Kennzeichen dieser Machthaber. Wenn Sie an die Machthaber denken, die sehr wirkungsvoll regiert haben, die waren ja auch mit den religiösen Institutionen auf einer Linie, Mussolini bis Trump, der mit den orthodoxen Juden und den Christen auch zusammenarbeitet. Das war etwas, was sozusagen auch, dieser Widerspruch, den gab es auch in ihrem persönlichen Verhalten. Gehen wir doch einmal weiter bis zur Covid-19-Krise. Und die Frage, die wir uns am Anfang gestellt haben, war, ob die Krise nun ein Beleg für die Effizienz eines autoritären Führungsstils wäre. Und Jan-Werner Müller, das ist ein Topos, das viel wiederholt wurde in dieser Krise, dass nämlich die autoritären Regime viel effizienter diese Krise überwunden hätten als die Demokratien. Sind Sie auch dieser Meinung? Glauben Sie, dass die Krise die Legitimität der repräsentativen Demokratie im Westen untergraben hätte? Naja, das Interessante ist ja, dass wir oft in diesem Zusammenhang sagen, dass Populisten diejenigen sind, die vereinfachte Bilder einer komplexen Welt zeichnen. Aber bei uns ist es doch ganz genauso. Wir wollen Antworten, die man in 280 Zeichen geben kann. Globale Entwicklungen und so weiter. Naja, ich bitte Sie nicht um eine Antwort über 280 Buchstaben. Ich meine ja auch nicht Sie. Es ist eine generelle Frage. Denn sehr langweilig und pedantisch ist es vielleicht, wenn ich jetzt sage, dass es so viele Variablen gibt und so viel hängt davon ab, ob man Populist ist oder eine autoritäre Regierung mit der Art von Opposition konsentiert war, ob eine populistische Partei an der Macht war oder in der Opposition. Ich finde sowas sehr schwierig zu sagen, etwas sehr Verallgemeinendes zu sagen. Denn viele Leute 2020 haben gesagt, schaut euch Trump an und Bolsonaro, das sind Populisten, die gegen die Wissenschaft sind. Sie versuchen immer nur leichte Lösungen für komplexe Probleme zu finden. Ich glaube aber nicht, dass der Populismus als solcher irgendeine Einstellung in Bezug auf die Wissenschaft oder die akademischen Strukturen hat, obwohl es natürlich hier tendenziell Leute gibt, die gegen die Wissenschaft eingestellt sind, weil die gegen Eliten generell sind. Aber in gewisser Weise stimmt es schon, dass sowohl Bolsonaro als auch Trump das getan haben, was wahrscheinlich Populisten immer machen, nämlich einen Kulturkrieg zu führen. Sie sagen, wir vereinigen das Volk, aber haben es eben nicht geeint, sondern haben alles nur Mögliche getan, um eine Gesellschaft zu spalten. Sie hängen von der Polarisierung ab. Es ist ihr politisches Geschäft. Hat auch damit zu tun, dass es wichtige Geschlechterfragen gibt. Sie sagen, okay, lasst uns eine Gesellschaft aufbauen, wo ihr entweder auf unserer Seite seid und gegen uns oder gegen uns. Das sind Leute, die gar nicht so verrückt sind in Bezug auf die Modis und Erdogans dieser Welt, obwohl die schon lange in der Macht sind.
trotzdem irgendwie der Meinung sind, ich brauche jetzt eine Seite, an die ich mich halten kann. Ich wende mich an den, obwohl ich einige Probleme mit dem habe, aber der ist mir lieber. Und so haben genau Trump und Bolsonaro versucht zu arbeiten. Sie haben eine binäre Entscheidung getroffen. Maske tragen, ja oder nein. Diese Gesten, ja oder nein. Und das war natürlich eine Katastrophe. Aber ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob das nun unbedingt eine Möglichkeit ist, Autoritarismus oder Populisten zu verallgemeinern. Denn es stimmt, es gibt unterschiedliche Trigger, wie Leute wie Erdogan oder Orban sind ganz anders, weil sie eben wissen, wie ein Staat funktioniert. Und sie werden nicht so wahnsinnig oder verrückt sein wie Trump und Bolsonaro und alles nur läutern und sagen, nein, Fake News hier und da. Ich weiß, dass das etwas sehr pedantisch und langweiliges ist, wenn ich das so sage, um das irgendwie zu verallgemeinern. Und die letzte Fußnote vielleicht noch, die man hier auch mal bringen kann. Es stimmt auch nicht ganz, dass diese Personen nichts getan haben, außer einen Kulturkrieg zu führen. Manchmal sagt man, die waren irgendwie so passiv, so merkwürdig. Sie sollten doch eigentlich die Zukunft des Autoritarismus darstellen. Warum haben denn Trump und Bolsonaro sich nicht noch mehr Macht geholt? Denn das wäre doch der Moment gewesen. Aber was die beiden getan haben, sehr wohl, und das ist oft nicht bemerkt worden, das, was sie von Tag 1 ihrer Administration getan haben, wie die Verrückten zu deregulieren. Trump hat nämlich zum Beispiel von vornherein entschieden, dass die Unternehmen mehr Müll irgendwo verkippen konnten. Bolsonaro hat von vornherein entschieden, dass man mit dem Amazonaswald machen kann, was man will. Und meine allerletzte Fußnote. Wir sollten hier nicht vergessen, wenn es um Populismus und Autoritarismus geht, dass das sehr wichtige Kräfte sind in unseren Gesellschaften. Gleichzeitig ist es so, mit der Ausnahme von Italien vielleicht, ist es so, dass kein Populist wirklich an die Macht gekommen ist, ohne die Unterstützung und Hilfe der etablierten konservativen Parteien und Eliten. Ich meine jetzt hier Westeuropa und Nordamerika. In anderen Teilen der Welt sieht es etwas anders aus. Also allein schon die Tatsache, dass Leute wie Trump und Bolsonaro an die Macht gekommen sind und dass sie bleiben konnten und wirklich mit einer wirtschaftsorientierten Agenda sich an der Macht halten konnten, hat natürlich auch damit zu tun, dass dahinter eine Dynamik stand, die sich jetzt in der Pandemie ganz klar dargestellt hat. Ich weiß nicht, dass ich jetzt nicht alle Fragen beantwortet habe damit. Nein, wir nähern uns dem schon an. Und ich wollte auch noch auf die Frage der befördernden Faktoren zurückkommen. Das wollte ich in Kürze sowieso besprechen. Aber hier möchte ich noch kurz einhaken zu einem Punkt, den Sie früher vorgebracht haben. Ich versuche jetzt hier, das einmal herauszuarbeiten, diesen Aspekt der Krise. Nämlich, mir scheint, dass der Unterschied zwischen einem erfolgreichen Populisten und einem nicht so erfolgreichen Populisten wäre die Qualität der Regierungsführung. Mit anderen Worten, was die Leute durch die Pandemie gebracht hat mit Zustimmung der Regierten, war die Qualität der Entscheidungsfindung. Und die, die zu unerfahren waren, die, die einen Kulturkampf vorgezogen haben, weil sie keine Ahnung hatten, wie sie eigentlich regieren sollten, weil sie dachten, dass ihr Mandat es wäre, die Regulierung und die Regierungsführung abzulegen. Das waren die, die gescheitert sind, nicht wahr? Ja, so kann man das gut zusammenfassen, denke ich schon. Und dann möchte ich wieder zu Ruth kommen. Könnten Sie vielleicht noch einmal Ihr historisches Wissen verfügbar machen zu den starken Männern, die an die Macht gelangen als selbst erklärte Retter der Nation? Können Sie vielleicht noch ein bisschen historische Tiefe hinzufügen zu dem, was wir hier diskutiert haben? Gibt es vielleicht noch andere Krisen, die man anführen könnte? Da fällt uns vielleicht allen was ein, was starke Männer an die Macht gebracht hat und was sich dann in der Folge ereignet hat. Ja, ich glaube, autoritäre Herrscher, und ich glaube hierbei nicht, dass alle autoritäre Herrscher Populisten sind. Deshalb werde ich
nur autoritär verwenden und nicht Populist. In der Geschichte gab es nämlich auch andere, aber zumindest sind das Menschen, die die Krisen gut für sich nutzen. Wann immer eine Krise ausbricht, können sie diese Gelegenheit erfassen und nutzen, diese Chance der Instabilität, denn solche Krisen sind immer Ausnahmesituationen und dies war auch der Fall bei der Corona-Krise. Das Ganze so ein bisschen ausgeweitet. Freedom House oder Freedom Institute haben dann berichtet, dass ein Drittel aller Nationen Gesetze oder restriktive Maßnahmen erlassen haben ohne ein zeitliches Ende. Und das ganz unabhängig vom jeweiligen Parteienspektrum oder politischen Spektrum der Herrscher. Aber die autoritären Herrscher, die wissen immer genau, wie man solche Umstände ausnutzen kann, damit man noch mehr Profit und noch mehr Macht bekommen kann. Und die lieben also diese Augenblicke, die sich ihnen dann auftun in der Geschichte. Und dann gehen sie mit ihren Impulsen. Also Jan hat das ja ziemlich gut gesagt und ich stimme auch absolut überein. Das ist relativ schwierig zu verallgemeinern. Das habe ich ja bereits vorher schon gesagt, als ich zu diesem Thema etwas gesagt habe. Aber diese Impulse, diese Neigungen, Glauben zu manipulieren, also in Trumps Fall zum Beispiel, er war sozusagen die Haupttriebfeder, die Haupttriebkraft der Desinformation zum Thema Coronavirus. Die New York Times hat das mal untersucht. 40% der Desinformationen kamen tatsächlich von ihm. Und das bedeutet also, dass im 21. Jahrhundert, wo massive Genozidprojekte ein bisschen weniger allgegenwärtig sind und jeder ist sozusagen heute ein Bürgerjournalist, ein Citizen Journalist mit dem eigenen Smartphone, der dann auch entsprechend Repressionen dokumentieren kann. Deshalb ist die Manipulation der Informationen noch wichtiger als je zuvor. Und das ist sozusagen ein wichtiger Faktor im 21. Jahrhundert. Also der Impuls wäre immer, wir möchten nicht die Anzahl der Fälle zählen. Trump sagte, dass insbesondere im Zuge der Wahlkampagne zu den nächsten Präsidentschaftswahlen, und das ist natürlich immer wichtig, dass man diese Wahrnehmung manipuliert, weil man ja jederzeit wieder zur Wahl stehen wird. Und ich glaube, dass die Corona-Krise doch ziemlich gut gezeigt hat, welchen Preis man bezahlt für eine schlechte Regierungsführung, auch wenn das etwas ist, was schwierig zu messen ist. Es ist sehr schwer zu sagen, dass bestimmte Staaten, bestimmte Demokratien besonders gut umgegangen sind mit der Krise und andere nicht-demokratische Staaten vielleicht weniger. Aber das Geheimnis der selbsternannten autoritären Führer, die so viel Zeit damit verbringen, diese authentischen Persönlichkeiten zu schaffen und das Ganze dann per Instagram zu kommunizieren, die verachten im Grunde ihr Volk. Putin zum Beispiel hat diesen Parasitismus perfektioniert. Er ist ein Parasit, der die Wirtschaft aussaugt und sich an den Menschen gütlich tut. Und er hat 70.000 Geschäftsleute eingesperrt in seinen Gefängnissen. Und darüber habe ich sehr viel geschrieben, auch in meinen Büchern. Also das ist etwas, was jetzt wiederum trifft von Angesicht zu Angesicht auf die Corona-Krise. Und gleichzeitig gibt es den Mangel an Fürsorge im Autoritarismus. Eine globale Pandemie verlangt nach einer guten Führung, die auch eine fürsorgliche Führung ist. Und das ist etwas, was autoritäre Regime nicht tun können. Trump sagte im September 2020 etwas, was ich niemals vergessen werde. Das lässt mein Blut in den Adern gefrieren. Er hat die neuen Todesfälle angekündigt oder darüber berichtet, ungefähr 100.000. Und dann hat er gesagt, ja, es ist, wie es ist. Und it is what it is auf Englisch. Und diese Reaktion, die er da sozusagen spontan zeigte, verkörpert sehr viel des Autoritarismus,
Das ist darauf ausgelegt, dass man sich hoffnungslos fühlt, dass es keine Möglichkeit gibt, zu widerstehen oder Widerstand zu leisten. Das ist einfach so, wie es ist. Das muss man akzeptieren. Und das ist der Autoritarismus. So möchte der Autoritarismus einen haben, einfach zu akzeptieren, was die Regierung tut und mitzumachen. Und eine Lehre der Pandemie ist letzten Endes doch vielmehr, wie wir miteinander vernetzt sind und wie stark doch die Zivilgesellschaft ist und uns dabei geholfen hat, durch diese Krise zu kommen. Und das ist wirklich wie so ein kleines Versuchsfeld. Das hat ein bisschen die Wahrnehmung dafür geschärft, wie wichtig der Altruismus ist. Aber gleichzeitig ist das natürlich auch die Möglichkeit wahrzunehmen, welchen Impuls manche Menschen haben, zum Beispiel diesen Impuls, Angst vor dem Fremden zu haben und so weiter. Ruth, ganz kurz, ich möchte Sie kurz unterbrechen. Ich möchte fragen, wenn all das wahr ist, wenn starke Männer so schrecklich sind, wie Sie das gerade gesagt haben und wie wir alle drei wahrscheinlich denken, wie kann es dann sein, dass es nach wie vor so viel Zustimmung für Sie gibt? Ich glaube, Zustimmung, das müssen wir wirklich differenzierter betrachten. Wir wissen, dass von den Untersuchungen zur Propaganda das Erste, was die autoritären Regime beherrschen wollen, sind die Statistiken. Und im 20. Jahrhundert gab es entsprechend Umfragewerte und die waren besonders wichtig für diese autoritären Herrscher, ob diese Umfrageergebnisse Zustimmung widerspiegelten und gut für sie waren. Und wir wissen nicht, ob die wirklich objektiv waren. Wir wissen zum Beispiel nicht, was mit denjenigen Menschen eigentlich passiert, die nicht entsprechend reagieren. Zum Beispiel nicht auf die im Briefkasten eingeworfene Postkarte, dass man jetzt auf die Straße treten sollte oder jubeln muss. Also bei Hitler oder Nazis allgemein, da sieht man immer nur die eigene Propaganda, die dann publiziert wird, die eigenen Bildmaterialien dazu, wie jubelnde Mengen dastehen, wenn sie vorbeikommen. Aber wir wissen gar nicht, wie diese jubelnden Mengen da überhaupt hingekommen sind. Deshalb habe ich auch die Korruption erwähnt. 1933 und 1938, das ist besonders wichtig aufgrund der Reichspogromnacht. Da hatte Hitler Schuldenbeseitigungsgesetze verabschiedet. Das heißt, er hat einerseits die Verschuldung für die guten Deutschen reduziert, die Arier, und gleichzeitig hat er andere einer größeren Strafverfolgung unterzogen. Und natürlich führt uns das jetzt ein bisschen vom Thema Corona weg, aber ich glaube, dass einer der Gründe für mein Buch war, dass ich sozusagen den Vorhang öffnen wollte zum Autoritarismus und dieses Element der Zustimmung. Ich stelle nicht in Frage, dass viele Hitler und Mussolini wirklich geliebt haben als diejenigen, die die Retter der Nation sind, die für die Größe der Nation sorgen können und diejenigen, die die Nation beschützen vor Feinden und gleichzeitig sie diejenigen sind, die die Schläge einstecken. Alles klar, ganz herzlichen Dank. Jan Werner, ich möchte jetzt auf einen weiteren Aspekt zu sprechen kommen. Sie haben das bereits angesprochen und das Ganze verwirrt immer so viele Kritiker des Populismus, und das sind nämlich die sogenannten Enabler. Wer ist dafür zu beschuldigen? Also schauen wir uns die Mängel an in der repräsentativen Demokratie und die herrschenden Eliten, oder hat es zu tun mit wirtschaftlichen Bedingungen, die sich verschlechtern, und der Angst, den eigenen Status zu verlieren? Was genau sind da die ursächlichen Faktoren? Und wie gesagt, man muss da nicht besonders groß sein, keine 280 Zeichen. Vielleicht zwei Punkte, die das ergänzen können, was Ruth gerade gesagt hat. Schauen Sie sich die Welt heute an. Und da kann man sagen, ja, in vielen Ländern sehen wir ähnliche Muster von Rechtsaußenregierungen. Das nenne ich auch oft die populistische Kunst der Rechtsaußen im Regierungsgeschäft.
Und wegen dieser Ähnlichkeiten, dieser Familienähnlichkeiten, ist es auch so, dass die Ursachen, warum diese Regimes überhaupt existieren, auch ähnlich sein müssen. Aber ich glaube nicht, dass das immer so ist, denn in vielen Fällen ist es abhängig von einzelnen Faktoren, vielen Faktoren, nicht unbedingt mysteriöser, aber klingt etwas pedantisch, aber das stimmt. Man muss jedes Land sich einzeln anschauen, ganz genau, und analysieren, wie schwach beispielsweise die Opposition ist in einem Land, wie in einer Regierungspartei Diskreditierung stattgefunden haben, wie in Italien, wo eine Koalition zerfallen ist. Das sind alles hochspezifische Einzelentscheidungen und einzelne Gründe. Aber gleichzeitig, und das ist vielleicht gar nicht so offensichtlich, ist, dass es Ähnlichkeiten gibt in Regierungssystemen, die sich so erklären lassen, dass diese Akteure voneinander lernen können. Gerade wenn es um die Geschichte geht und welche Lehren man aus der Geschichte zieht. Vielleicht sollten wir das unterstreichen. Ich glaube überhaupt nicht, dass irgendwann mal in den 90er Jahren jemand geglaubt hat, dass die Geschichte zum Ende gekommen ist. Aber viele der Liberalen haben damals geglaubt, ja, die Demokratien machen ständig Fehler. Irgendwas haut immer nicht hin. Und wir sind ein frühes Lernsystem. Wir machen Fehler, geben sie zu und lernen und korrigieren. Bei autoritären Führen heißt es, die sind dumm, die lernen nicht aus ihren Fehlern und enden dann so wie die Sowjetunion im Jahr 1991. Das allerdings war eine Illusion. Ich glaube nicht, dass diese Regimes unverwundbar sind. Das wäre natürlich falsch, das wäre eine falsche Mythologie. Aber wenn man sich mal die Beispiele vergegenwärtigt, als diese Regimes mit einem neutralen Gesetz vorstellig wird mit der Gesichtserkennung, die gar nicht so schlimm aussehen, aber die versuchen dann einen Pluralismus zu gewährleisten und dann sagen andere, wir machen das Gleiche. Also Lernen voneinander ist eine wichtige Begleiterscheinung für diese Ergebnisse, die wir heute sehen, weltweit im Übrigen. Und dann zweitens vielleicht direkt als Antwort auf Ihre Frage. Wir wollen natürlich immer die Lehren aus der Geschichte ziehen. Das ist auch eine richtige und gute Sache. Aber oft gehen wir davon aus, dass nur die guten, richtigen Menschen aus der Geschichte lernen und die nicht so guten. Und ich weiß, ich werde nie wieder eingeladen zu diesem Forum, wenn ich sowas sage. Aber ich sage es trotzdem mal. Andere Leute, die nicht ganz so schlau sind, können auch Lehren aus der Geschichte ziehen. Und viele dieser Regime, Ruth hat das kurz schon angesprochen, versuchen sehr genau Bilder zu vermeiden, die zu offensichtlich sind in Bezug auf die Grausamkeiten des 20. Jahrhunderts. Sie wollen also versuchen, dass sie eben jetzt nicht mehr kollektiv eine Gesellschaft mobilisieren wollen, weil das zu viel Ablehnung provozieren könnte. Heißt, sie sind wirklich sehr genau dabei, ihre Techniken anzupassen, fein zu tunen sozusagen, um die Macht zu konzentrieren, die Opposition klein zu halten. Aber gleichzeitig wollen sie nicht als zu repressiv wahrgenommen werden. Wenn man in dieser Kategorie ist, möchte man eher so wie Orban wirken. Junge Leute, die gerne nach Budapest reisen, sagen, guck mal, diese schöne Stadt, hier macht es Spaß. Eine hedonistische Stadt, man fühlt sich hier so frei und ihr sagt mir, hier herrscht ein Faschist. Man darf aber auch nicht so wie Erdogan vorgehen, wo man zehntausende Menschen einsperrt im Gefängnis und Leute auf den Straßen schlägt und überall Kameras stehen hat. Ist auch nicht so gut. Also sie können voneinander lernen, diese Autokraten. Oft kommen sie an die Macht und das kann man klischeehaft sagen, aufgrund von berechtigten Sorgen. Nicht alles, was Leute als Fehler eingestehen, ist unbedingt falsch. Also Erdogan hat ja auch immer wieder gesagt, es gab immer Bedenken in der türkischen Gesellschaft und aufgrund dieser Empörung ist er an die Macht gekommen. Oder Chavez hat gesagt, Venezuela ist keine gerechte Gesellschaft, war ja auch nicht ganz falsch. Aber dann später haben sie voneinander gelernt, ihre Wirkmechanismen verstärkt und schlussendlich profitieren sie ja auch davon, dass die Opposition in den jeweiligen Ländern hoffnungslos war, die zerstritten ist, nicht in der Lage gewesen ist, eine gemeinsame Strategie zu erarbeiten, die nicht mit der Zivilgesellschaft richtig arbeiten konnten. Ja, das heißt, natürlich sind das Einzelfiguren und Einzelpersonen, die schuldig sind, aber selbst die Gegenbewegung war nicht stark genug und haben nicht das getan, was sie eigentlich hätten tun sollen. Es ist nun an der Zeit, einige Fragen zu berücksichtigen. Und es gibt schon einige Fragen, die vorliegen. Zwei von Heinrich Kraft und Claudia Döring
Heinrich Kreft ist ehemaliger deutscher Diplomat und ist jetzt an der Andrassy-Universität und Frau Döring ist von einem Gymnasium in Uschatz. Beide Fragen betreffen die sozialen Netzwerke und die Technologie und wie das mit dem Populismus zusammenspielt. Der Einsatz von Verschwörungstheorien und von sozialen Medien, inwiefern unterscheidet dies moderne autoritäre Regime von den alten Regimen? Aber sicher. Ich habe da ein Beispiel in meinem Buch angeführt, wo 1939 Mussolini ein Journalist gewesen war und ich habe das so genannt, dass er eigentlich nie aufgehört hat, der Redakteur für Italien zu sein. Und er hat die Zeitungen nicht nur dazu bewogen, die Titel, die Überschriften zu diktieren, aber auch die Mittel, die sie bezogen. Und dann hat er später 39 Fragezeichen in den Überschriften in den Zeitungen verboten, weil die Autoritären doch die Bedeutung festzementieren müssen. Und einen Zweifel darf es ja auch nicht geben, weil Mussolini ja immer recht hatte. Und wenn man jetzt zu Putin kommt, zu diesem russischen Feuerlöscher der Falschheit-Modell, vielleicht ist da die Propaganda des 21. Jahrhunderts auch durch die sozialen Medien beeinflusst. Und da werden Fragen zu allem aufgeworfen. Alles wird von einem Fragezeichen gefolgt, außer der Führungskraft, die Führungspersönlichkeit selbst, die ist da erhaben. Aber man möchte Zweifel säen und die Wahrheit ist manchmal auch als gefährlich zu sehen. Und das sollte auch anstrengend werden, sodass die Leute irgendwann auch nicht mehr wissen, aufgrund dieser Verwirrtheit, was sie glauben sollen. Und Trump hat also diesen Regeln sehr schnell schon gehorcht und hat 2015 schon damit angefangen, als er Zweifel säte über die Verbindung zwischen den Einwanderern und der Kriminalität. Und ich habe damals noch gedacht, uiui, da macht er jetzt was Neues. Das gab es noch nicht. Das ist nur ein Beispiel. Ein weiteres ist, dass die Propaganda ja an der Wiederholung und an der Sättigung hängt. Und bei den alten Diktaturen gab es die Synchronisierung. Das war das Wort. Also da wurden natürlich in verschiedenen Diktaturen ähnliche Synonyme benutzt. Also das war eben die Koordinierung und die Gleichschaltung der Botschaften, weil es keine richtige Opposition gab. Heute gibt man das auf. Also die sozialen Medien ermöglichen es ja, Verschwörungstheorien zu verbreiten und die eigene Parteilinie zu verbreiten. Und zwar, das geht erstaunlich schnell. Und früher gab es ja mal passive Konsumenten. Man hat die Zeitung gelesen und Medien konsumiert und man konnte sich selbst dazu nicht äußern, außer im direkten Gespräch. Und der normale politisch motivierte Leser wird heute auch ein Produzent selbst, weil diese ihre eigene Meinung selbst teilen. Und das beschleunigt diese Wiederholung und Saturierung, die die Propaganda auch erst funktional macht. Ich komme noch einmal zu Ihnen zurück, Jan-Werner Müller, und möchte zwei Fragen zusammenfassen. Radu Haraldino von der Jönköping-Universität fragt, ob die Populisten von heute versuchen, die Demokratie zu zerstören und ob das dann wie im 20. Jahrhundert zwischen den Kriegen dazu führt, dass man zu Gewalt greift und das Paramilitärisches reinkommt, um die demokratische Verfassungsordnung durch eine neue Ordnung zu ersetzen oder versuchen die eher das Ganze von innen heraus auszuhöhlen. Ich bin mir nicht so sicher, ob das komplett passend beantwortet werden kann. Da gibt es bestimmt keine Standardantwort, aber ich hätte gerne von Ihnen eine Erläuterung, wo Sie glauben, wo die Reise hingeht. Das AfD-Parteiprogramm haben Sie sich bestimmt angeschaut. Und das ist auch noch nicht ganz klar formuliert im Hinblick auf die künftige verfassungsmäßige Ordnung Deutschlands, außer dass die jetzige zurückgewiesen wird. Question. Eine gute, aber eine sehr schwierige Frage. Und damit ich noch ein bisschen drüber nachdenken kann, möchte ich noch was zu
den Medien sagen. Ich bin immer etwas nervös in diesen Diskussionen. Nach dem doppelten Desaster von 2016, also hat man doch hier versucht, es gibt einen technologischen Determinismus. Unsere Kollegin hat oft gesagt, der Facebook ist Faschismus, bedeutungsgleich. Oder andere sagen, dass die sozialen Medien eher eine Lizenz eröffnet haben, der liberalen Denker, dass man das, was man aus der Massenpsychologie des 19. Jahrhunderts, der großen, nicht gewaschenen Massen, jetzt nutzen kann. Alles ist offen, keine Gatekeeper mehr und so weiter. Aber beide Konzepte sind etwas fehlgeleitet. Warum? Schauen Sie sich die Situation in den Vereinigten Staaten an. Viele unserer Kolleginnen und Kollegen haben sehr überzeugend gezeigt, dass man sehr viel kritische Sachen sagen kann über Facebook und Co. Aber über 2016 oder vielleicht 2020 ließe sich sagen, dass die alten Medien und die Entscheidungen in Bezug auf die Deregulierung, der Aufstieg von Talk Radio und so weiter, die noch den sozialen Medien vorausgegangen sind, schon die haben eine Öffentlichkeit geschaffen. Und die Wissenschaftler sagen dann, dass diese schon von alleine Ökosysteme der Rechten geworden sind. Und für die Menschen in diesem Ökosystem war es schon plausibel, wenn man sagt, ja, Hillary Clinton hat einen pädophilen Ring in einer Pizzeria in Washington laufen. Bis zu solch einem Verdacht vorzudringen, dauert lange. Aber es wäre nie möglich gewesen, wenn es alte Medienstrukturen gewesen wären, die zumindest Verführungstheorie nachgeprüft hätten oder hinterfragt hätten, statt diese Blase. Also, um es kurz zu machen, über Leute, die wir heute gesprochen haben, diese Autoritären, für die ist das Fernsehen nach wie vor sehr wichtig. Der Printjournalismus ist auf dem Lande immer noch für diese auch wichtig. Ja, und natürlich gibt es Diskussionen in den sozialen Medien, aber vergessen wir bitte nicht, dass die alten, die sogenannten alten, in Anführungszeichen, Medien für diese Person. Und noch eine Fußnote. Wo die Populisten sehr gut sind, und hier spielt das Internet eine gewisse Rolle, dass sie manchmal eine Gegenöffentlichkeit online schaffen, sogenannte Wutbürger, die gleichzeitig professionelle Journalisten unter Druck setzen und sagen, ihr seid alle Leute der Linken, ihr seid voreingenommen, ihr müsst euch uns erstmal beweisen, dass ihr objektiv und neutral seid. Und das ist natürlich etwas, was Trump ganz brillant genutzt hat, diese Tendenz unter professionellen Journalisten Druck aufzubauen und damit zu beweisen, dass man nicht glaubwürdig ist. Und erst gegen Ende seiner Amtszeit haben eben einige Medien, amerikanische Medien, verstanden, nein, so funktioniert es gar nicht mehr. Jay Rosen, unser Kollege, hat ja mal gesagt, wenn man eine asymmetrische Realität oder Polarisierung symmetrisch darstellen will, sieht das neutral aus, aber das ist eine Verzerrung und eine Tendenz, die sich fortsetzt. Die amerikanischen Medien versuchen jetzt zu verstehen, wie man dann über die Republikaner berichtet als antidemokratische Partei. Also nochmal zurück zu der ursprünglichen Frage. Im Unterschied zu dem, was man oft sagt, sind Populisten nicht anti-institutionell eingestellt, dass sie alles einreißen wollen. Das wäre vielleicht unser historisches Erbe. Wir glauben, das sind Leute, die alles kaputt machen wollen. Jemand, der sein Hemd offen trägt, in Buenos Aires auf dem Platz steht und tausende Leute, die ihn anfeuern. Das ist dann Populismus und sie wollen alles zerstören. Etwas, was Orban gemacht hat, ist seine eigenen Institutionen geschaffen, seine eigene Verfassung. Damit den Pluralismus geschadet, wenn nicht sogar abgeschafft. Wenn seine Partei jetzt die Macht verliert, bleiben wahrscheinlich trotzdem seine Leute an der Macht, auch wenn eine neue Regierung kommt. Wenn man so will, ein ganzes Repertoire an Techniken, die von anderen Leuten genutzt werden, die eine große Mehrheit haben. Jemand wie Kaczynski hat es nicht. Wenn er es gehabt hätte, hätte er vielleicht das gleiche Repertoire genutzt. Also ein weiteres Instrument sozusagen in diesem Instrumentarium, was eine dauerhafte Macht verspricht, ohne dass man etwas tat, was total krass aussieht oder was an eine Diktatur erinnert. Denn damals, als Orban alles getan hat, gab es immer noch viele Leute in Europa, die meinten, gut, er ist halt ein Konservativer, eine konservative Verfassung, soweit in Ordnung und so weiter. Ich glaube,
diese Stimmen werden überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Aber selbst konservative Juristen in Deutschland sagen, ja, ja, nee, ist schon in Ordnung, nationale Souveränität, der darf das. Das ist ein Weg, der prinzipiell immer noch zur Verfügung steht, den man nutzen kann. Und nichts davon muss mit massiver Gewalt einhergehen oder Bilder evozieren, die viele Leute daran erinnert, was im 20. Jahrhundert geschehen ist. Gut, das ist ja ein sehr wichtiger Punkt, dass manche dieser starken Männer derzeit ihre verfassungsmäßige Ordnung erfolgreich umgebaut haben, ohne zur Gewalt zu greifen und ohne öffentliche Opposition. Und man sollte vielleicht auch herausstreichen, dass es da dennoch eine zivilgesellschaftliche Opposition gibt, die sich formiert in Ungarn. Und das sollte man sich auch anschauen. Wir nähern uns nun dem Ende unserer Diskussion, aber es sind noch zwei wichtige Fragen, die wir diskutieren müssten. Und ich bitte Sie, vielleicht hier jetzt in Ihrer Antwort eher auf die 280 Zeichen zu achten. Ruth Ben-Ghiat von Heather Gravy von der Open Society Europe Policy Institute. Gibt es ein Beispiel für einen autoritären Populisten, der die Macht nicht benutzt hat, um Reichtum anzuhäufen? Ist da nicht Korruption immer involviert? Können Sie sich da einen vorstellen? Na, spontan fällt mir da nichts ein. Ich habe vor 2 Monaten ein Newsletter gestartet auf Substack, der heißt Lucid, und da geht es um die Bedrohungen für die Demokratie. Und ich habe zuerst Bill Browder interviewt und das habe ich mit einem Essay verlinkt zum Mythos der autoritären Effizienz. Und Bill Browder sagte mir, dass er herausgefunden hat, dass es einfacher sei, Autoritäre für Korruption zu belangen, als für Menschenrechtsverletzungen, obwohl beide Hand in Hand gehen. Denn es ist ja schon sehr schwer zu beweisen, dass jemand den Abzug gedrückt hat. Aber bei Korruption heißt es, dass man meistens Nachweise dokumentiert findet auf Papier. Und das geht zurück auf meinen ersten Punkt. Wir sind manchmal schlechteren hier, die internationalen befördernden und unterstützenden Finanzinstitutionen und Kanzleien nachzuverfolgen. Aber zum Beispiel bei Korruption fällt mir auch Pinochet ein. Ihm kam man quasi auf die Schliche wegen der Korruption. Und das war quasi die Korruption, die seine Machenschaften offengelegt hat. Und das ist leichter, das strafrechtlich zu belangen. Jan Werner Müller nun. Was wir noch nicht angesprochen haben, und das bedauere ich, dass wir das nicht früher gemacht haben, ist die Frage, was nun getan werden muss, um unsere demokratischen Systeme resilienter zu machen gegenüber Untergrabung durch Populisten. Sie haben in einem Artikel für den Guardian jüngst etwas zur zivilen Infrastruktur der Demokratie geschrieben, also über Institutionen zwischen den Regierenden und den Regierten, den Vertretern und den Vertretenen. Und vielleicht sagen Sie aber, ja, wir müssen noch was machen an dem System selbst, an der Ordnung selbst, an der Architektur der repräsentativen Demokratie, um diese resilienter zu machen. So I think it's ich meine, wir sollten das unterstreichen, was ich die kritische Infrastruktur der Demokratie genannt habe. Das heißt, die zwischengeschalteten Institutionen, die seit dem 19. Jahrhundert als unerlässlich für die repräsentative Demokratie angesehen wurden, für unterschiedliche Akteure, beispielsweise auch für die Medien und andere Organisationen, denn beide von denen sind natürlich jetzt in einer Krise, insbesondere in Bezug auf die Medien und die Parteiensysteme. Oft ist es so, dass Parteisysteme immer so eine Plattform gewesen sind für autoritäre, populistische Führungspersönlichkeiten. Nun sagen manche, ja, Parteien sind so altmodisch, wie wäre es denn eher mit Bewegungen und zivilgesellschaftlichen Plattformen? Stimmt, aber schauen Sie sich die letzten Trends in Europa an. Podemos oder französische Bewegungen, Podemos scheinen Ihnen auch nicht zu gefallen, aber es gibt halb eine Million Menschen, die sich solchen Bewegungen angeschlossen haben. Früher hätte man die noch ausgelacht. Ich glaube, es gibt mehr Leben jetzt in diesen Parteiformaten. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Sie müssen intern demokratisch sein in ihrer Verfasstheit.
Eines der Probleme, eines der vielen Probleme von Trump ist, dass der die Partei zu einem Persönlichkeitskult aufgebaut hat, hat keine interne Kritik zugelassen. Wenn man nicht loyal ist, war man sofort ein Verräter und so weiter und so fort. Das ist eben eine Frage der Parteienregulierung. Ich möchte hier nicht zu patriotisch schauen, aber schauen Sie sich das deutsche Grundgesetz an, wie die Autonomie und die Finanzierung der Parteien vorsieht. Das kann eine Modellrolle sein. Das Gleiche mag auch auf die Medien zutreffen. Ein allerletzter Punkt. Schauen Sie sich an, wo das Geld hingeht. Die Europäer haben immer die Tendenz zu sagen, die verrückten Amerikaner haben 14 Milliarden für die Wahl ausgegeben. Aber schauen Sie sich mal an, wie die Wahlfinanzierung in Europa aussieht. Da sieht es auch nicht so toll aus. Es gibt eine ganze Menge Vorschläge in der Parteienfinanzierung, wo man sagt, lasst uns bei den Grundlagen anfangen. Gibt natürlich kein Wundermittel hier. Aber hier würde ich ein demokratisches Instrument einsetzen, Sachen wieder richtig zu stellen, die sich nicht unbedingt mit der Kultur oder der Wirtschaft beschaffen, sondern ganz unten ansetzen, wie man diese Probleme lösen kann. Vielen Dank, das war wirklich sehr hilfreich und wunderbar, dass wir das so zum Schlusspunkt bringen können. Denn es geht ja wirklich um die Qualität der Entscheidungsprozesse über die Finanzierung und die Regulierung von Mittlerinstitutionen, denn die können natürlich eine Menge tun, um die Populisten so ein bisschen in Schach zu halten. Und das bringt uns natürlich zurück zu der Qualität der Regierungsführung und der Rolle des Staates als demjenigen, der für das öffentliche Gut sorgen muss in einer Demokratie. Leider muss ich hier unsere Diskussion beenden und wie immer habe ich das Gefühl, wir hätten noch Stunden so weiter diskutieren können. Aber ich danke Ihnen beiden, dass Sie an dieser Podiumsdiskussion teilgenommen haben, Professor Ruth Ben-Ghiat, Professor Jan-Werner Müller, gerade in Berlin und ansonsten in New York und Princeton. Also ganz herzlichen Dank auch für die Online-Teilnehmer und die vielen Fragen und ganz herzlichen Dank auch für die Einladung an uns als Podiumsdiskutanten und mich an Moderatorin und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder persönlich und ich möchte noch einmal zurück an Gabriele Wojdejko geben. Musik